Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox und zwar mit dem Boostbox Pizmeat Creator RTX 3060 für 1669 Euro. Kommen wir mal erst zu dem Bild, das passt einigermaßen. Also das Board, das stimmt, die Wasserkühlung, die passt auch einigermaßen, aber diese vier RAM-Bänke, die sind einfach nicht belegt. Es sind nur zwei belegt, sprich ihr habt da Lücken zwischen dem beleuchteten RAM. Da sind zwei Module anstatt vier, aber das geht eigentlich noch. Also man hat ungefähr eine Idee, wie das System hinterher aussehen wird. Was ich dazu sagen muss, hier ist wieder alles sehr gut aufgeschlüsselt. Das heißt, wir können wirklich gut nachhalten, wie es ist mit dem Mainboard und Prozessor und so weiter. Das ist bei einigen Systemintegratoren leider nicht gegeben. Hier passt es aber. Wir haben als Prozessor einen AMD Ryzen 5 5600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Das ist ein guter Prozessor zum Daddeln. Das soll aber ein Creator-PC sein. Creator brauchen meistens noch mehr Kerne, wenn sie jetzt zum Beispiel Videos schneiden, auch Videos aufnehmen, rendern, vielleicht sogar streamen wollen, weil sie sind ja Creator. Und der 5600er ist jetzt nicht so leistungsstark, dass man da wirklich alles super mitmachen kann. Wie gesagt, zum Videoschneiden und so reicht es noch, aber zum Streamen gleichzeitig zocken, das ist so ein Thema für sich. Da muss man schon über die Grafikkarte rendern und selbst dann könnte man noch Probleme kriegen, weil ihr streamt ja nicht nur. Ihr habt ja das Spiel am Laufen, das zieht Leistung, OBS zieht Leistung. Dann habt ihr noch vielleicht Discord offen, Spotify, ein Chatbot und solche Geschichten. Der ist schon ein bisschen schwachbrüstig, würde ich mal sagen, vor allen Dingen in dieser Preisklasse. Zum alleinigen Zocken ist er natürlich gut geeignet. Allerdings sind wir hier auch in einer, sag ich mal, nicht älteren Generation, aber immerhin eine Generation zurück. Wir sind aktuell bei der 7000er Generation. Sprich, wenn ihr später noch aufrüsten wollt, könnt ihr nur noch die 5000er Serie nehmen. Zum Beispiel ein 5800X3D oder 5900. Das würde hier tatsächlich auch noch gehen. Aber ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr später noch die 7000er Generation drauf laufen lassen könnt. Die haben einen ganz anderen Sockel auf dem Mainboard. Dann müsstet ihr das ganze Mainboard tauschen und den RAM auch noch. Und der kostet 214 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist eine Boostbox Liquid B120 Wasserkühlung. Die gibt es jetzt so auf Geizhals nicht. Ich habe jetzt einfach eine LC Power genommen. Die kosten alle so um den Dreh 60 Euro. Die reicht für den Prozessor auch locker aus, gar keine Frage. Also das sind so 120er Wasserkühlungen, die ein bisschen Platz im Gehäuse sparen, aber den Prozessor noch einigermaßen kühlen können. Wir hatten ja mal den Test mit dem 5800X, da geht das zum Beispiel nicht. Kann man machen, nimmt natürlich auch ein bisschen von der Preisspanne weg. Ein Luftkühler hätte völlig gereicht, ein Purock 2 von Be Quiet zum Beispiel oder ein AK400 von Deepcool. Deswegen, ja, muss nicht sein, sieht aber schick aus. Und die kostet 57,69 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Palit GeForce RTX 3060 Dual. Hier wissen wir immerhin, was wir bekommen. Ist eine 3060 für Full HD Gaming und so völlig ausreichend. Auch wenn ihr streamen wollt, könnt ihr da über diesen Encoder dann quasi streamen. Es ist einfach nur so, wenn ihr jetzt WQHD-Spiele spielen wollt, also E-Sports-Titel, das geht. AAA-Titel wird dann schon ein bisschen eng, was die FPS angeht. Kommt auch auf die Einstellungen an im Spiel selber. An und für sich eine gute Grafikkarte, aber in dem Preissegment einfach auch viel zu wenig. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 375 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus ProArt B550 Creator. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten kann auch noch eine SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und hier unten können Erweiterungskarten gesteckt werden, wie hier auch schon eine drin ist. Hier ist tatsächlich eine Capture-Card drin, auch eine ziemlich gute sogar. Eine WLAN-Karte und so könnt ihr dann auch noch nachstecken, wenn ihr möchtet, oder USB-Erweiterungskarte, falls ihr mit den USB-Anschlüssen nicht auskommt. Kommen wir auch direkt zu den Anschlüssen. Hier haben wir 7.1 mit Toslink, DisplayPort und HDMI könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen. Dann haben wir 4x USB 3.1, 2x USB 2.0, 2x USB Typ C mit Thunderbolt, 2 Netzwerkanschlüsse, da könnt ihr zum Beispiel eins für Internet benutzen, das andere für irgendwie eine Festplatte oder ein lokales Netzwerk, wenn ihr das möchtet. PS2-Anschluss werdet ihr eh nicht benutzen. Das ist für alte Mäuse und Tastaturen, also das braucht ihr wirklich nicht. Ist ein grundsolides Board, gerade mit dem B550er Chipsatz mit dem 5600er Ryzen, das ist völlig in Ordnung. Und das kostet auch stolze 259 Euro bei Cyberport. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 RAM Dual Channel. Wie der Name schon sagt, es sind nur zwei Stück, nicht vier Stück wie auf dem Bild. Das war das Thema, was ich eben angesprochen habe, 3200 MHz. 32 GB für einen Creator-PC sind gut. Gerade wer Videos schneidet oder Grafikdesign oder so macht, braucht 32 GB. Lexi zum Beispiel macht ja auch Grafikdesign, die hat sogar 64 GB. Verbaut, brauchte sie halt irgendwann, so sieht's aus. 3200 MHz, ja, entspricht der Spezifikation von AMD. 3600er wäre besser gewesen. Es ist auch der Trident Z mit RGB-Beleuchtung, sieht dazu noch schick aus, das passt soweit. Und er kostet 134,94 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB M.2 PCI Express SSD Samsung 980. 1 TB für Content Creator, ja, könnte ausreichen. Wenn ihr jetzt eure ganzen Videos und so speichern wollt, nehmt vielleicht noch eine HDD oder so mit dabei, weil es ist wirklich sehr viel Speicher, den man da verbraucht. Ich habe alleine 2 4 TB Platten, die beide voll
sind als Datensicherung. Ansonsten hat die eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde, eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Das ist soweit okay. Es muss auch keine schnellere sein eigentlich, aber für Content Creator, die vielleicht auch viel hin und her kopieren, vielleicht noch eine zweite SSD reinpacken, wäre es nicht schlecht gewesen, eine noch schnellere zu nehmen. Hier müssen wir halt wirklich sagen, es soll ein Creator-PC sein. Die ist jetzt nicht schlecht, die SSD. Das passt schon, haben sie gut konfiguriert, aber es hätte auch eine schnellere sein können. Und die kostet 87,46 € bei ProShop. Das Gehäuse ist ein Boostbox Helios 250X. Ja, das haben sie einfach umbenannt. Das ist ein Epcon Core H250X Glasfenster. Was ich hier ganz interessant finde, Radiatorgrößen sagen sie 360 mm vorne. Das kommt auch hin. Hier vorne sieht man auch diese drei Lüfter. Aber oben soll auch eine 360er reinpassen. Wenn ich mir die Bilder so angucke, glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Weil wenn wir uns diese drei Lüfter in der Front angucken und uns die Länge hier geben und die obere und vor allen Dingen dazu noch den Deckel, dann sieht man, dass hier maximal eine 240er Wasserkühlung reinpasst. Also da stimmt das Listing bei Geiz halt scheinbar nicht. Rein vom optischen her passt das nämlich nicht. Ist für das System jetzt sowieso irrelevant, weil hier ist eine 120er Wasserkühlung drin. Die wird höchstwahrscheinlich auch noch hinten angeschraubt. Also oben wird überhaupt nichts benutzt von diesen Anschraubpunkten. An und für sich, das Gehäuse hat eine Mesh-Front. Es wird einen guten Airflow haben. Hatte ich leider noch nicht hier. Kabelmanagement kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Aber das passt für diesen PC schon. Und das hat auch nur ein Listing und kostet 72,81 € bei Amazon. Das Netzteil ist ein 500 Watt Boostbox Powerboost, 82% Effizienz, 80+ Bronze zertifiziert. Das hat nur ein Jahr Herstellergarantie. Okay, bei Boostbox haben wir 3 Jahre insgesamt an Herstellergarantie. Deswegen ist das mit dem Netzteil vielleicht auch irgendwo egal, weil die 3 Jahre habt ihr Minimum. 80+ Bronze und festes Kabelmanagement. Also das ist wirklich ein Netzteil, was ich mir privat auch niemals kaufen würde. Gerade mit dem ein Jahr Herstellergarantie, das hat einen Grund, weil Be Quiet gibt zum Beispiel auch Seasonic 5 oder 7 oder teilweise sogar 10 Jahre, je nachdem, welche Qualität das hat. 500 Watt reichen natürlich aus, ich würde aber wirklich ein anderes Netzteil nehmen. Also ich finde die Dinger irgendwie nicht so geil. Und das hat auch natürlich nur ein Listing mit 44,90 € direkt bei CSL. Boostbox gehört zu CSL, deswegen ist es auch nur da verfügbar. Hier kommen wir zu dem Thema 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice, also sprich Pickup und Return über 3 Jahre. Finde ich top. Sollte vielleicht jeder so machen. Finde ich echt geil. Mindestens 2 Jahre Pickup und Return. Dann kommt die Post zu euch nach Hause und holt das Ding ab, wenn irgendwas damit ist. Hier haben wir noch eine kleine Besonderheit. Hier ist eine Elgato Game Capture 4K 60 Pro Mark II dabei. Das ist einfach eine Capture Card, die 60 FPS 4K aufnehmen kann. Sprich, ihr habt eine Playstation, wollt dann das Bild irgendwie in den Computer reinkriegen, könnt ihr die Capture Card für nehmen und habt auch keine großartigen Verluste. 60 FPS bei 4K ist super. Ich selber habe eine ähnliche. Ich habe eine für Full HD. Also das ist wirklich eine gute Capture Card. Und die kostet auch stolze 210,90 € bei eBay über XCOM. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Capture Card, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1456,70 €. Das System soll kosten 1669 €. Also bummelig 220 € Aufpreis fürs Zusammenbauen. Ist jetzt nicht die Abzocke schlechthin. Da es aber ein Creator-PC sein soll, finde ich die Komponenten gerade mit einer 3060 und einem 5600er Ryzen ein bisschen mager. Die 32 GB RAM sind okay, die SSD ist auch okay. Ob 1 TB ausreichen, müsst ihr selber wissen. Ich würde es mir so aber nicht kaufen. Ich habe nämlich noch eine Alternative gefunden. Ja, wir landen wieder bei Dubaro. Das ist immer so die erste Anlaufstelle für mich, dass ich mal eben schnell gucken kann, was gibt es für diesen Preispunkt, weil Dubaro teilweise sogar unter Geiz als Liste die Dinger anbietet. Keine Ahnung, wie sie das machen. Das wird die Abnahmemenge sein und die Deals mit den Herstellern. Hier haben wir den Kreativecke Intel PC 1600 für 1649 €. Was ich ein bisschen komisch finde, dass Dubaro mittlerweile auf Bilder geht, also bei einigen PCs, weil das Bild, das stimmt hinten und vorne nicht. Hier ist eine Wasserkühlung drin, hier wird ein Luftkühler gezeigt, hier sind 4 RAM-Riegel drin, hier sind auch eigentlich nur 2, ne, laut Listing. Finde ich irgendwie komisch. Sollte nicht sein. Lieber das Gehäusebild nehmen, Dubaro, und nichts mit irgendwie reinbauen, dass man irgendwie eine grobe Ahnung kriegt, weil das stimmt hinten und vorne nicht. Als Prozessor haben wir hier einen 12600KF drin. Der ist deutlich leistungsstärker als ein 5600er Ryzen. Vor allen Dingen hat er auch schon diese Performance und Efficiency Cores, für Creator auf jeden Fall interessanter. Eine 360er Wasserkühlung von Corsair ist da drin. Muss bei dem Prozessor gar nicht sein. Hätte man auch einen Luftkühler nehmen können, aber die Wasserkühlung lässt euch natürlich noch die Option offen, einen besseren Prozessor hinterher zu verbauen. Ihr müsstet die Kühlung nicht tauschen. Das Gigabyte Z690 Gaming X Mainboard habe ich selber. Ist natürlich in der Z690er Reihe irgendwo die Einsteigerklasse, aber ist auf jeden Fall ein Top-Board, habt genug USB-Anschlüsse und so weiter und ihr könnt darüber takten, wenn ihr das möchtet. Hier ist schon eine 3070 drin, natürlich beliebiger Hersteller. Ich habe jetzt in der Geizhalsliste die günstigste genommen, die ich finden konnte, aber ist natürlich gegenüber einer 3060 deutlich leistungsstärker, weil dazwischen kommt auch noch die 3060 Ti und ein paar AMD-Karten. Ist auf jeden Fall besser. Hier haben wir allerdings nur, sag ich mal, 16 GB Corsair 3600 MHz RAM drin, auch RGB beleuchtet. Ihr könnt natürlich 32 GB reinkonfigurieren, wenn ihr Creator sein wollt und wirklich Videos schneiden und so, würde ich euch das auch empfehlen irgendwo.
Hab da dann einen Aufpreis von, glaube ich, 40 oder 50 Euro. Würde ich wirklich mal machen dann. Hier haben wir eine 1 TB Kingston Fury Renegade. Da sieht man schon, lesen 7300 MB die Sekunde und schreiben 6000 MB die Sekunde. Die ist deutlich schneller, also doppelt so schnell wie die Samsung SSD. Wir bekommen anstatt ein 500 Watt Netzteil ein 750 Watt Corsair RM750X. Ist natürlich auch dem Prozessor und der Grafikkarte geschuldet, aber 250 Watt mehr. Habt da sogar noch ein bisschen Luft, wenn ihr später irgendwas erweitern wollt. Und ein BeQuiet PureBase 500DX würde ich auf jeden Fall dem anderen Gehäuse auch irgendwo vorziehen, weil das hatte ich schon in der Hand. Ich kann sagen, Kabelmanagement passt und so. Optisch gefällt es mir nicht. Muss ich so sagen, wie es ist, sage ich immer wieder. Aber es ist technisch auf jeden Fall einwandfrei. Und wenn wir uns da die Liste nochmal angucken, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte. Ja, der RAM ist weiß. Keine Ahnung, warum es so ist, aber er ist halt weiß. Die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil, da landet ihr bei 1683,24. Und das Ding kostet einfach 1649. Seid da 30 Euro billiger als Selbstbau. Und das ist sogar noch ungefähr die Spanne, wenn ihr 32 GB RAM nehmt. Also das würde ich mir wirklich stark überlegen, ob ich dann diesen Pizmeet Creator PC nehme oder vielleicht diesen hier. Da ist zwar kein Creator Board mit Thunderbolt und so drin, aber ihr kriegt hier einen 12600KF. Da könnt ihr später sogar noch die 13000er Reihe drauf laufen lassen von Intel. Also ihr könnt erweitern, weil die AMD-Sockel sind sowieso bald ausgelaufen, die AM4er. Und ihr habt eine 3070. So knallt euch 32 GB RAM da rein, ihr habt eine bessere SSD und habt noch ein besseres Netzteil. Würde ich mir wirklich stark überlegen. Hier habt ihr noch Geld gespart gegenüber Einzelteilpreise und bei dem anderen war er 220, also teurer fürs Zusammenbauen. Was jetzt nicht viel war, es geht, aber ihr kriegt halt unter Geizhalsliste aktuell einen PC, der deutlich stärker ist, für weniger. Weil der kostet 1669 und der 1649. Also überlegt's euch. Ich will jetzt nicht unbedingt abraten von dem Pizmeet PC, das ist schon irgendwo okay. Da sind ein paar Sachen drin, wo ich sage, gerade beim Netzteil und so, das muss nicht sein. Ihr habt da den besseren Deal. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.